Wo fange ich an? Hi erstmal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür erstmal. Falls ihr mich noch nicht kennt, wundert es mich, dass ihr das Video angeklickt habt. Aber schön, dass ihr da seid. Das hier ist ein bisschen anderes Video als sonst so auf meinem Kanal. Geht eher so in Richtung Vlog. Mir brennt aber was auf der Seele, was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger vor mir hergeschoben, weil ich nie wusste, wie ich das machen soll. Und zwar geht es ums Thema Streaming und Content Creation im Allgemeinen. Hier auf meinen beiden Kanälen, auf dem Livestream-Kanal auf Twitch und auf meinem YouTube-Kanal, auf dem ihr euch gerade auch befindet. Also nochmal hallo. hallo Ella. Na guck mal, Katze ist da. Oh, hallo. Aber ich muss gerade eine Aufnahme machen, Ella. Nein, keine Schmusezeit jetzt. Schnur, schnur. Schmusezeit? Wo waren wir stehen geblieben? Ja genau, ich wollte euch was erzählen. Ella ist da hinten im Hintergrund und putzt sich gerade. Vor der sind wir ein bisschen sicher. Die nächsten paar Minuten hoffe ich zumindest. Ich denke, einige da draußen wissen, dass Twitch für mich mittlerweile nicht nur ein Hobby ist, sondern tatsächlich ein sehr, sehr großes Leidenschaftsprojekt geworden ist. Und ich mache das schon seit 5 Jahren. Ich bin Twitch-Partner seit ungefähr 3 Jahren. Ich habe jetzt angefangen, auch diesen YouTube-Kanal aufzubauen, seit einem Jahr ungefähr aktiv. Ich habe einen Discord-Server, der unfassbar belebt ist, mit über 1500 Membern, auf dem sich täglich Leute treffen, miteinander Zeit verbringen, was mich super, super glücklich macht. Und alles in allem ist das, ist sowas Tolles entstanden aus diesem Ganzen, aus diesem kleinen Hobby, das es einmal war, dass es mittlerweile so groß geworden ist, dass ich das Risiko eingehen möchte, den Schritt wagen möchte, das Ganze Vollzeit zu machen. Einige von euch da draußen werden sich jetzt wahrscheinlich denken, uff, das ist schon ziemlich krass und ja, das ist es schon. Aber bevor ihr euch jetzt den Kopf zerbrecht, lasst mich bitte ganz kurz erklären, wieso ich diese persönliche Entscheidung für mich selbst getroffen habe. Dazu müssen wir ein bisschen zurück in der Zeit, zum Anfang des glorreichen Jahres 2020. Das war so der Zeitpunkt, um den es herum mir persönlich sehr, sehr schlecht ging. Ich habe das immer versucht, im Stream zu verheimlichen ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, aber innerlich war ich sehr, sehr zerrissen. Denn ich hatte ein riesiges Problem. Ich hatte auf der einen Seite meinen Stream, mein Hobby, das Content erstellen, welches mir persönlich super viel Spaß macht, woran ich aber auch sehe, dass ich sehr, sehr vielen anderen Leuten damit helfen konnte, dass ich damit was bewirken konnte. Und auf der anderen Seite hatte ich eben das Masterstudium Elektromobilität, welches bald fertig sein musste. Und die Problematik hierbei lag eben darin, dass ich hätte sehr, sehr viel Zeit für das Studium investieren müssen, um das abzuschließen. Aus folgenden Gründen: Ich habe schon, und das ist jetzt ein Eingeständnis, was mir nicht ganz so leicht fällt, in der Vergangenheit sehr wenig für das Studium getan, für meinen Master. Ich habe den Bachelor noch abgeschlossen und danach habe ich dann den Master gestartet, dachte mir so, yo, ich starte hier nochmal neu durch, aber das war auch schon zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu streamen, da lief es auch gar nicht so schlecht fürs Streaming. Die Motivation ist der springende Faktor an diesem Punkt. Ich hatte immer mehr Motivation verloren für mein Studium, weil ich irgendwie im Inneren wusste, das, was ich dort mache, was ich dort lerne, ist zwar interessant irgendwo ein Stück weit, aber es ist nicht das, was ich machen möchte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon das Streaming und das hat mir super viel Spaß gemacht, nach wie vor. Und es war am Wachsen und ich hatte dort gesehen, da kann was passieren, da kann was aufgebaut werden. Dementsprechend ging immer mehr Motivation von dem Studium eben auf das Hobby über und genauso eben auch die Zeit vom Studium auf das Hobby. Das heißt, ich musste dann 2020 mir selber eingestehen, dass ich so nicht weitermachen kann. Und das war so ein Moment der Erkenntnis, der mich wirklich, wirklich belastet hat. Denn egal wie ich mich entschieden hätte, ob jetzt das eine oder das andere, ich hätte Menschen enttäuscht damit. Entweder ich konzentriere mich noch mehr auf Twitch und versuche damit mein Glück, was ein riesiges Risiko ist, natürlich. Und ich enttäusche dann die Menschen, die mir nahestehen, die natürlich nur das Beste für mich wollen und sagen, das Studium wäre jetzt erstmal das Sicherste für dich. Oder ich mache genau das, versuche das Studium durchzuziehen, muss allerdings dann meiner Community, die ich seit 5 Jahren aufgebaut habe, die mir wirklich ans Herz gewachsen ist, sagen, dass ich von jetzt auf gleich nicht mehr so oft, wenn überhaupt noch streamen kann. Und genau das ist das Problem, das ich hatte. Und diese
diese Zwickmühle, in der ich mich befunden habe, die hat mich psychisch tatsächlich fertig gemacht. Ich lag sehr, sehr viele Nächte wach und habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich tun kann, um alle glücklich zu machen, und habe mir da echt den Kopf zerbrochen. Naja, dann kam 2020 mit Covid und der Pandemie. Und das war tatsächlich auch nochmal ein Punkt, der, auch wenn es jetzt bescheuert klingt, mich so ein bisschen darin bestätigt hat, dass das, was ich mache, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Weil plötzlich sehr, sehr viele Menschen von zu Hause aus arbeiten mussten, von zu Hause aus lernen mussten und keine Möglichkeit mehr hatten, großartig sich mit anderen Leuten zu treffen. Und das war so eine Zeit, da habe ich gemerkt, dass das Leuten gut getan hat, auf Twitch unterwegs zu sein, dort Livestreams zu sehen, live mit Leuten interagieren zu können. Nicht nur für diese Leute, sondern auch tatsächlich für mich selbst. Also ihr da draußen als Community habt mich da auch durch diese Zeit ein bisschen mitgetragen. Ganz, ganz stark war natürlich auch der Community-Server auf dem Discord, der sehr, sehr vielen Leuten, glaube ich, eine Heimat geboten hat. Und dann kam mit Jabroni zusammen die Tour durch Schweden. Und das war auch nochmal so ein Moment, der mich in dem, was ich tue, sehr bekräftigt hat und bestätigt hat, weil das halt so vielen Leuten gefallen hat und so vielen Leuten Spaß gemacht hat und mir selber einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich bin immer noch super, super dankbar, dass Brownie da auf mich zugekommen ist und mir das vorgeschlagen hat. Deswegen Küsse gehen raus an der Stelle. Und mit diesem Projekt, mit der Schweden-Tour, war dann für mich persönlich, das ist dann auch schon wieder ein paar Monate nach Anfang 2020 gewesen, das war ja im Oktober, die Entscheidung gefallen, dass ich mein Studium, so wie ich es momentan fortführe, nicht mehr beenden werde, sondern ich all meinen Fokus auf Content Creation legen werde, auf Twitch, auf meine Community und darauf, worauf ich in diesem Moment Lust habe und was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Damit war es aber natürlich noch nicht vorbei, die Sorgen, die ich hatte, denn ich musste es immer noch jemandem mitteilen, der mir sehr, sehr wichtig war. Und das waren meine Eltern. Und genau die wollte ich natürlich nicht enttäuschen, wenn ich sage, ich beende jetzt mein Studium, um einem Traum hinterher zu jagen, um anzufangen, am PC zu arbeiten und im Internet Geld zu verdienen. Und das war sehr, sehr schwer für mich, dort dieses Gespräch zu suchen. Das haben wir dann auch gemacht. Nachdem wir die Schwindeltour durch hatten, habe ich dann mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und glücklicherweise sind beide vollkommen damit einverstanden und stehen hinter mir. Und damit ist mir so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und damit war die Entscheidung quasi gefällt. Ich werde mein Studium abbrechen. Ich werde das, was ich liebe, das ist das, was ich gerade mache, euch unterhalten, mit euch gemeinsam Zeit verbringen, dass ich das Vollzeit machen werde. Zumindest werde ich es versuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch da draußen viele, viele Fragen haben werden. Darunter, ob ich nicht schon genügend Geld verdiene, weil Twitch, ja, da verdient man ja Millionen, das ist ja so viel. Ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, das wird wahrscheinlich deutlich weniger sein, als ihr euch vorstellt. Momentan kann ich davon leben, weil ich eben noch bei meinen Eltern zu Hause wohne und selber kaum Ausgaben habe. Müsste ich jetzt eine eigene Wohnung zahlen, dann würde das Ganze schon ganz anders aussehen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass sich für euch da draußen irgendwas verändert oder sowas, ne? Also ich möchte auf keinen Fall, dass sich irgendjemand da draußen genötigt fühlt, irgendwie mehr Geld auszugeben an der Stelle. Der Twitch-Stream wächst gesund und mir geht's gut dabei soweit, und ich werde jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt, wo uns die Reise hinführt in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Wenn es bis dahin nicht funktioniert, dann habe ich es wenigstens versucht, dann bedauere ich auch nichts. Weil genau das ist der Punkt, wenn ich jetzt an dieser Stelle gesagt hätte, ich breche das Ganze ab, dann habe ich später möglicherweise ein schlechtes Gewissen, weil ich die Chance, die sich mir geboten hat, mit dem, was ich liebe, Geld zu verdienen, nicht ergriffen habe und ich das dann bedauere. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann muss ich mich anders umorientieren und dann ist das aber auch kein Beinbruch. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen mit dem ganzen Gesabbel von mir. Mir geht es an der Stelle ein Stück weit besser, weil ich weiß, dass ihr das jetzt wisst. Über mich. An all diejenigen, die da draußen gerade mit am Start sind noch und zuschauen bis zu dieser Stelle hin, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Dankeschön nochmal an der Stelle für all euren Support da draußen, weil ohne euch wäre das halt einfach absolut nicht möglich gewesen, überhaupt davon zu träumen, dass ich mal sowas machen könnte, mal sowas versuchen könnte, vom Hobby zu leben. Deswegen vielen, vielen lieben Dank euch allen da draußen. Ja,
An der Stelle interessiert mich natürlich auch, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt. Schreibt das ganz, ganz gerne unten in die Kommentare. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich jetzt nicht allzu viel ändern. Ich habe ja einen relativ strikten Zeitplan schon von montags bis samstags. Streamen wir von 16 bis 22 Uhr, jeweils 6 Stunden. Die Zeit, die ich dazwischen frei habe, die nutze ich natürlich aus, um hier und da ein Video zu schneiden für meinen YouTube-Kanal. Das heißt, schaut da gerne nochmal vorbei, also hier, wo dieses Video läuft. Ansonsten, für diejenigen, die jetzt gerade nur auf YouTube unterwegs sind, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da gibt es immer Live-Content und da wird es auch noch weiterhin Live-Content geben. Ich bedanke mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Falls nicht, dann können wir auch gerne im Stream nochmal darüber reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, passt auf euch auf. Ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Katzen-ASMR.